der letzten Episode. Kann überhaupt der Elch hier sein? Wie ist denn das? Das sieht nämlich lustigerweise gar nicht danach aus. Apropos, wie sieht denn das hier gar nicht aus? Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, vielleicht doch. Okay. Vielleicht doch oder nicht? Naja, gut. Naja, guck mal. Vorne wartet wieder Futter. So, wer von euch beiden möchte zuerst? Das klart komplett auf, echt? Da drüben kommst du echt. Dich getroffen, Junge. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Willung Dark im Schleichermodus in der Folge 280. Ja, der Junge hat, man mag das kaum glauben, aber es sind nur 39%. Ja, es ist extrem laut. Ein bisschen leise auf den Ohren machen. Mir fallen ja fast die Ohren ab. Ja, wir haben ja relativ viel Fleisch, alter Schwede. Da drüben haben wir auch relativ viel Fleisch. Ach, das ist schon kaputt, echt? Das ist noch ein alter Wolf. Interesting. Ja, dann essen wir erstmal den. Ja, natürlich. Man isst immer erst das Alte, lässt dann das Neue verrotten, dass es dann wieder alt ist. Das sollte man übrigens mit Schinken und so auch machen, dann ist es besonders lecker. Okay, das ist gut hingeworfen. Waren das jetzt alle Wölfe oder kommen da noch mehr? Der ist anscheinend auseinandergenommen. Ja. Mal gucken, was da oben schon wieder läuft. Hm? Interesting. Ja, interessant. Die letzte Folge war ja extrem lang, weil ich ja einfach keinen Abschluss machen konnte von der Aufnahmesession. Es war halt die letzte Folge. Wasser, okay. Alles klar. Hier ist noch jede Menge Brennmaterial. Okay, alles klar. Ich will mich nochmal versichern, was wir hier alles haben. Schmiedematerial. Ah ja, das ist super. Das ist leer. Was ist die kürze Zeit? 30 Minuten. Gott, so viel brauche ich auch ungefähr das Fleisch. Gut. So, der Ofen ist aus. Da hat jemand wieder kräftig mitgedacht. Hervorragend. Inzwischen ist die Sonne eh untergegangen. Also von daher... Aber das Fleisch ist wenigstens fertig geworden. Das ist ja schon mal praktisch. Na Gott. Kartieren müssen wir tatsächlich nicht mehr. Wir haben alle Karten fertig. Wir müssen halt leider nur... Warte, die Lupe geht nicht. Vergiss das mal. Ja, ich weiß, du musst dich erholen. Das ist schon richtig. Echt, wir haben keinen Zunder hier. Aber wir haben einen Brandbeschleuniger. Dann mach mal Feuer. Weg damit mit dem Zeug. Turned out pretty well. Ja, ja, schon. Aber wir brauchen halt noch viel mehr Holz. Mein Gott, weil das Zeug will ja auch abgekocht werden. Und Will ist hier wirklich richtig zu nehmen. Ach so, jetzt warte mal. Ich muss erstmal Holz holen. Das war hier drin. Zumindest sagen wir mal so 10 Stöcke. Genau. Okay. Ja, das reicht ja, genau. Easy. Ja, und mir fiel auf, wir müssten nochmal leider wieder hoch und zurück Richtung beschädigte Bahnstrecke. Weil, die Bären, ja, das klingt total intelligent, das zu tun, ich weiß, aber die Bären, nee, Quatsch, das ist ja schon fertig. Die Bärenhöhle dort, Minuten, alles klar. Kann auch ein Polaroid haben. Ja, das ist ja bestimmt ganz großer Spaß. Halt! Wo ist denn jetzt das Stück Fleisch? Warum ist es so weit unten? Ich kann eine Standardsortierung. Andere Standardsortierung. Okay, das reicht. Gut. Dann sind wir jetzt hier. The sun's setting. It's gonna get a lot colder soon. Ja, ja. Wir gehen ins Bett. Aber jetzt noch nicht. So, ja, das Feuer reicht, sehr schön. Das Feuer ist sowieso egal, weil das werden wir die Nacht durchbrennen lassen, aus Sicherheitsgründen. Weil wir schlafen jetzt nicht im Bärenschlafsack, sondern im ganz normalen Bett da oben. Gut, wo stehen wir hier? 26 Minuten. Gut. Könnte sein, dass es gar nicht alle Wölfe waren. Ich weiß es tatsächlich nicht. Echt? Nur 4 Minuten? Okay. Dann machen wir das halt fertig. Dann nimmst du das doch und dann machen wir noch ein bisschen Wasser auf dem Ofen. 42? Ja, das reicht easy.
3 Minuten, nicht? Na gut, dann fangen wir einfach jetzt schon an. 42 Minuten, das heißt, das da. Genau 1 Liter. So. Und stimmt das? Das stimmt. Perfekt gepasst. Schön auf dem Futter rumgetrampelt. Ja, und jetzt müssen wir das halt hochziehen. Das heißt aber, wir müssen uns hier noch um Holz kümmern, okay? Okay, gib mir einfach mal 30 Stöcke. Ja, das geht schon. Naja, wir droppen es da unten in den Ofen. Wir werden jetzt volle 12 Stunden schlafen. Ich stelle das mal auf 6 Stunden ein. Bisschen plus minus, bisschen hochziehen. So, ja, dann hau die 2 auch noch rein. Ohne 25% Fackel. Warte, die kann man noch auseinandernehmen. Ja, das ist die, mit der wir das Feuer übertragen haben. Dann hauen wir den auch noch 3 in den Stock und dann sind wir ja hoffentlich safe für die Nacht. Der Junge steht inzwischen schon wieder bei fast 50%. Er holt sich relativ schnell, das ist kein Problem. Dann müssen wir tatsächlich nochmal zurück, okay. Und nochmal durch Wölfe, wie wir ja gesehen haben. Gute Nacht. Ja, das Feuer ist aus. Hm. Ich sag ja, das ist bei dem Jungen irgendwie nicht 1:2. Ja, es ist komplett aus. Aber ist kein Problem, wir sind warm genug, alles klar. So, warte, wir hatten hier noch weiter alten Wolf. Nimm erstmal die beiden Stücke. Ja, komm, wir machen da erstmal das Ganze weg und dann essen wir den Rest wahrscheinlich nicht komplett auf. Oder? Ah doch, das kriegst du rein. Gerade so. Wieder ein Haufen Graffel dabei, alter Schwede. Und so wirklich viel Wasser haben wir leider nicht gekocht. Warte mal, ist das unser Topf? Ja. Ich nehme ihn sicherheitshalber mit. Gott. Ja, also die räuberische Spezies da oben, die ist leider noch aktiv. Ja, und zwar die Bärenhöhle dahinten. Das heißt, wir gehen jetzt hier komplett hinten entlang. Da kann man nämlich von oben auch sehen, was nun mit dem Bären ist. Wo er ist. Ob wir da in seine Höhle können oder wie das hier ist. Guck mal, da steht ein Wolf. Hast du einen Wurm entdeckt oder was ist hier los? So. Freundchen, du bist nachher noch dran. Wir kommen natürlich hier wieder zurück, weil wir hier um die Spence-Heimat noch 2 Punkte haben. Ja, wir sind ja auf Polaroid-Suche eigentlich. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir gehen das relativ zielstrebig an, weil es einfach viele Punkte sind. Wir gehen alle Punkte ab. Manche Regionen ja 2 haben. Ja, da vorne die Wölfe, die nehmen wir auf dem Rückweg dann mit. Ich meine, wenn es jetzt schon fast warm genug ist, minus 1 Grad, also das ist gar kein Problem. Es ist natürlich auch schon vormittags, aber trotzdem. Dann gibt es da noch mehr Fleisch. Vielleicht sind bis dahin auch Wölfe an der Spence-Heimat wieder aufgetaucht. Und, ja, wer die letzte Interloper-Folge geguckt hat, der weiß, dass die Madame auch in diese Richtung unterwegs ist. Da gibt es mal sozusagen wieder ein virtuelles Meeting. Was ja ganz normal ist heutzutage. Ja, die Krähen. Gucken, ob sie Federn abwerfen. Ich will gerade mal nochmal in die Medizin schauen. Wie sieht denn das da aus? Wir haben nur 4 Anwendungen. Okay, weil ich die Birkenrinden, die Bartflechten. Ja, ich komme da jedes Mal durcheinander und ich weiß nicht, wieso. Okay, ich hoffe, die sind unten. Okay. Das sind nur 2. Okay, da brauchen wir dann noch eine. Außer wir haben schon gesammelt. Das weiß ich natürlich nicht. Nee, haben wir nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir da oben entlang. Ich will nochmal gerade über den Graben gucken. Sieht man aber noch nichts.
Ja, da unten ist der heulende Wolf gewesen. Na gut. Ich nehme mal an, inzwischen ist auch das Update schon raus, was rauskommen sollte. Das Dezember-Update. Wenn man heute Mittwoch, wer das live guckt. 9. Dezember. Und er hat ja gesagt, in der letzten Woche, also aus meiner Sicht gestern, oder vorgestern Abend, also ich habe es gestern erst erfahren, weil um 23 Uhr bin ich nicht mehr auf Twitter. Also aus meiner Sicht. Aus seiner Sicht ist es nicht 23 Uhr. Ah ja, ich wollte gerade sagen, guck mal. Streck den Arm aus, ja. Wenn du näher kommst, oh, fällt's wieder runter. Ja, er hatte gesagt, dass die Tests gut vorankommen, dass alles gut aussieht für nächste Woche, also diese Woche zu Deutsch. Mit der Ascheschlucht. Mal gucken, ob er das rausbringt. Ich weiß gar nicht, also wann er es rausgebracht hat. Montag oder Dienstag. Da unten sind die zwei Wölfe. Ich weiß nicht hundertprozentig, wo die Bärenhöhle ist. Aber ich dachte, sie ist da vorne irgendwo. Aber sie kann auch noch woanders sein, natürlich. Ja, zwecks Streaming. Meine Frau ja schon vorgewarnt. Aber das funktioniert. Ah ja, er ist unterwegs, okay. Aber beim Punkt sieht man ihn ein bisschen. In der Ecke war es besser zu sehen. Gut. Wie ist das mit Einbrechern? Die warten, bis man das Haus verlassen hat, natürlich. Und unter Obdachlosen gibt es keine Freunde. Zumindest hört man das mal nicht mal. Ich glaube schon, dass es da Freundschaften gibt, auf jeden Fall. Auf sehr hartem Niveau. Also, was das Überleben angeht. So, wo ist er? Da ist die Bärenhöhle, alles klar. Ja, man sieht das von hier aus nicht. Okay, und ich weiß nicht, ob man hier so gut runterkommt. Na, vielleicht hier vorne. Hier scheint aber nichts zu sein. Außer die Knochen natürlich. Wir gehen aber trotzdem ein Stückchen rein. Das sind auch Knochen. Nee, das ist Polaroid. Tatsächlich, Leute. Das ist der Turm. Dann haben wir hier schon beide, echt? Wir gehen trotzdem alle Punkte ab. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es noch mehr gibt, aber wir gehen trotzdem mal alle ab. Es sind ja nur noch drei. Hier kommen wir natürlich jetzt nicht mehr hoch. Wir müssen jetzt erstmal ein Stückchen vorwatscheln. Es sind drei Punkte, zwei bei der Spence-Hypert und zwar bei den Arbeiterbaracken. Und wenn man über diesen halb versunkenen Steg läuft. Und dann dieses andere Wilderer-Versteck. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es nennt sich das obere Jägerversteck. Wilderer-Versteck ist natürlich super. Ne, da vorne müsste das sein. Haben wir das zweite gefunden? Achso, was stand denn eigentlich drauf? Ja, das sollte ich vielleicht, achso, im Journal natürlich. Pufferdaten, nein, Polaroids, aber Pufferdaten. Ja, untersuchen. Letzten Winter hat mich eine Wanderung zum seltsamsten verlassenen Teil von Großer Bär geführt. Als ich das trostlose Sumpfgebiet sah, musste ich an dich denken. Was wir zusammen erlebt haben. Achso. Ja, wenn sie das da jetzt geendet haben, dann müsste man da schon eine gewisse Interpretierfreude haben. Um sich vorzustellen, was sie da... wieder mein. Ja, wenn ich hier Sumpf sehe, muss ich mal an dich denken. Brauch noch eine Bartrinde. Bartflechte, verdammt. Ja, im Englischen heißt Old Man's Beard. Also der alte Männerbart. Und, ich weiß gar nicht, was... Birkenred, irgendwas Birch. Hm. Keine Ahnung, was Rinde auf Englisch heißt. Achso, das war die Geschichte. Ja, nur von der anderen Seite. Das stechen mir die Augen aus.
Tipptapp, Schlipschlapp. Kommt rüber über den Stamm, Junge. Dann holen wir jetzt noch das andere Fleisch aus den Wölfen raus. Wir müssen sowieso uns um Holz kümmern. Ich möchte das nicht so in einem entholzten Zustand lassen. Ich meine, wir haben jetzt hier nicht so wirklich mit Schmieden zu tun in diesem, dieser Sandbox. Weil Messer und Beile sind im Überfluss da. Wohingegen die Pfeilspitzen das Maximale sind. Aber trotzdem möchte ich das nicht machen. Ja, Pufferdaten sammeln, das könnte man seinem Nachfolger mal aufdrücken. Ich weiß gar nicht, wo stehen wir eigentlich tagetechnisch. 437. Ja, ich will das jetzt nicht vermischen. Also ich will jetzt nicht hier wir sind Polaroids sammeln und dann nochmal aufbrechen wegen der Pufferdaten. Ich möchte das schon ein bisschen trennen. Weil wir halt alles schon durchgegangen haben. Ich weiß halt nicht, wenn sie da jetzt wieder neue Items einführen, je nachdem, was das dann ist. Da kann das dann doch mal schnell ausarten in einer neuen Begehung. Da haben wir dann wahrscheinlich genügend zu tun, wenn wir da eh schon nach den Polaroids suchen. Mit den neuen Items, also an dem waren wir schon, okay. Aber der hat Federn. Guck auch gleich mal ins Journal, ob hier in der Höhle was ist. Ich meine, ich könnte auch hingehen, aber das ist ja schneller hier geguckt. Höhle bei 4 Damen, echt? Okay. Sind die jetzt neu oder näher? Das ist natürlich, wenn man den Tag nicht dazu schreibt. Ich sollte mir das echt angewöhnen, den Tag dazu zu schreiben. Nicht so sehr, weil es lustig ist. Ich meine, interessant ist es dann schon, wenn man sieht, okay, wir waren vor 90 Tagen hier das letzte Mal hier. Aber wenn man halt mehrere Sessions hat, dass man das einfach guckt, mal wie finster. Und Dame sehe ich ja auch nicht, wirklich. Ach, ich glaube, wir waren in der Höhle und haben die schon rausgeholt, kann das sein? Es ist so finster. Ah, hier war das andere Polaroid drin. Ja, der Metallbehälter, der gibt es immer noch recht. Die sind dann nicht weg, das ist ja lustig. Gut, ich kann ja derweil schon hier rumhampeln, wenn er da noch mit der Lampe agiert. So, dann schmeißen wir das nämlich gleich mal raus. Der Bogen, der nimmt auch schon ein bisschen ab. Ist noch nicht schlimm, aber man merkt das halt schon. So, Äste, taucht der dann wieder auf oder wie ist das hier? Echt nur einer. So, hatten wir die? Achso, gerade gedacht so, hä? Ja, sie haben das ja korrigiert. Sie hat das ganze Weile lang war, dass die Schatten senkrecht waren von den Vögeln. Naja, waren wir auch schon. Okay. Aber das haben sie schon lange korrigiert. Das war irgendwie im Vollzug, glaube ich, auch, wo sie dann diese Sonnenstandssystematik angepasst haben. Wobei ich das nicht das Gefühl habe, dass das in allen Karten richtig ist. Asklad auf. Im Sinne von bewölkt. Dann gibt es zumindest keinen dichten Nebel. Ja, ich werde jetzt aber das vorher... Soll man das vorher nochmal ansetzen? Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig. Was ist auch der Tag? Inzwischen ist Mittag. Ja, entweder man bleibt noch einen Tag hier oder man bricht halt auf. Tendenziell würde ich tatsächlich ja eher aufbrechen, als hier noch weiter zu bleiben. Aber das hängt ein bisschen vom Holz ab. I need to drop something. Nein, Junge. Wenn wir mal wieder hierher kommen sollten, wollten, brauchen wir ein bisschen Holz wahrscheinlich, weil wir wieder auf Wölfe treffen und du weißt, was das bedeutet. Noch mehr kochen. So. Tja. Das wären ja dann doch ganz viele wieder. Vielleicht reicht das dann schon. Also wenn wir da wieder auf 30 kommen, dann ist das schon okay wieder.
Weil Kohlen haben wir ja tatsächlich genug hier zum Schmieden. Wenn man herkommen müsste zum Schmieden halt. Warte mal, das war der Neue. Genau. So, der hat auch eine Feder. Da drüben ist noch einer, okay. Alles klar. Her mit dem Fleisch. So. Gut, alles klar. Wenn das ohne Wind ist, ist das sehr erfreulich. Da hinten kräht es auch noch. Ah, da ist noch eine Leiche, oder? Wir gucken da auch vorbei. Ah ja, guck mal gleich. Ne, wir werden erstmal das Fleisch los. Hier kann es immer wieder von Wölfen wimmeln. Ich sag mal so, ich spreche da aus einer gewissen Erfahrung heraus. Weil wir ja quasi den Staffelstab an die Madame übergeben. Gut, alles klar. Die watschelt ja in der morgigen Folge hierher. Oder hat es zumindest vor, hierher zu watscheln. So. Ja, da haben wir schon ein paar gebunkert. Sind wir mal vorbeigegangen? Als wir schon aufgebrochen sind. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu den Arbeiterbaracken. Weil wir natürlich, wenn wir hier aufbrechen, da drüben lang geht. Über diesen zerbrochen. Ich weiß, hier ist auch ein Steg. Das ist immer schwer zu beschreiben. Das ist halt nördlich und das ist halt westlich. Östlich, Entschuldigung. Von der Spencer. Ach, da drüben liegt auch noch ein Wolf. Echt? Ist einer geflohen. Echt, haben wir so viel gekämpft. Okay. Ich glaube nicht, dass wir noch ein drittes Polaroid von hier finden, weil wenn, dann sind das, glaube ich, diese zwei Türme. Ja, das ist leer. Und ich denke, dass sie das meistens in den Container tun, außer jetzt zum Beispiel bei dem Bär seiner Höhle. Klassisches Neudeutsch. Weil da ist ja nichts sozusagen. Da kannst du ja. Sieht man das ja relativ deutlich. Okay. Hat der Federn? Ich glaube nicht. Ich sehe zumindest nichts. Dass hier bröckelig ist. Hm. Während des Herausnehmens eingebrochen. Das muss ja noch nicht sein. Immer noch identisches Wetterchen. Gut, dann warte schon mal wieder zurück. Okay. Stöcke und Fleisch rauslegen und dann aufbrechen. Nicht einbrechen, gell? Nur, dass das klar ist. Mal schön das richtige Wort verwenden. Dann kommt man auch nicht in die Bredouille.
Hier ist kein Hirsch. Nee. Kann nämlich hier auch noch liegen, oder? Ja, es scheint relativ viel Gewicht zu sein. Aber wir haben auch gut Stöcke gesammelt. Gut, gibt's hier noch Krähenfedern? Nur blutiges Gras, okay. Warte, achso, ja, erst das Fleisch. Dann die Stöcke. So, 7 Kilo kriegt man rein, dann passen die 44. Sehr schön, aber das mehr als ausgeglichen. Und damit sind wir auch relativ leicht. Echt, so viel Kleidung haben wir an. Das ist ja erfreulich. Kaputter Pfeil, okay. Ah ja, die Federn. Die sind natürlich hier vorne. Ja, sind wir in 200 Gramm inzwischen geworden. Ist ganz schön was zusammengekommen, alter Schwede. Und die 4 Därme. Achso, da sind die Därme, okay. Na ja, gut. Wir brauchen immer noch eine Bartflechte. Okay. Ja, wir sammeln bei uns die Pfeilspitzen inzwischen. Krass. Das sind schon die vierte. Aber wir werden jetzt nicht hier Pfeile basteln. Wir haben mit 11 mehr als genug. Okay, mein Gutser. Dann, das haben wir ja schon gegessen, genau. Dann schlägst du dich ja nochmal richtig voll. So, dass das klar ist. Und, trinken und das Wasser lassen wir dann mal hier. Weil wir haben noch haufenweise Dosen da und wir werden ja gegen Abend, also ich schätze, ja doch gegen Abend wahrscheinlich eh wieder bei der wildere Lage. Achso, hier sind noch 66 Stöcke. Achso. Und hier ist Brennmaterial. Okay, was ist hier drin? Kaputte Kleidung. Haben wir hier Stoff zu bunkern? Ne, haben wir leider nicht. Wir haben schon wieder zwei Federn. Achso, durch den kaputten Pfeil. Okay. Dann lassen wir die da. Wo kann ich denn dann das Wasser abstellen? Oh ja, dann gib mir mal eine. Genau, dann haben wir das auf jeden Fall. Dann bastel die gleich mal, weil das ist tatsächlich wichtig. Ah ne, Quatsch, das geht ja so nicht. Bartflechtenverband. Also nochmal eine halbe Stunde hier stehen. Ja, wieso das? Also ich meine, gut, bei Bartflechtenverbänden, das muss ja vielleicht eine gewisse Form haben, okay. Aber wieso man eine Viertelstunde für Hagebutten braucht, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Okay, dann schmeiß halt anderthalb Liter raus, damit da nicht so ein angefangenes Tröpfchen herumliegt. Naja, weißt du was? Wir sammeln gleich Stöcke mehr. Wir werden die aber da hinten dann bunkern. Damit, wenn wir mal wieder vorbeikommen, kann man die gerade mitnehmen. Wir werden uns zwar wundern, warum wir da hinten Stöcke gebunkert haben, aber das ist mir da erstmal egal. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich die dann direkt mitnehme hierher, wobei es hier nicht knapp ist, wie wir gerade gesehen haben. Von 11. Da bin ich immer gespannt, ob das wirklich 7 von 11 Polaroids sind. Wir da jetzt schon so viele zusammen haben. Vorne gibt es anscheinend auch noch eine Leiche. Man kann das ja eine Leiche stopfen, genau. So, wo ist sie? Hinein. Es sind zwar nur 6, aber hey. Ah ja, eine Feder. Ja, ich glaube, hier wäre dann entweder wäre das in der Leiche oder noch eine Kiste daneben oder irgend sowas. Gut, alles klar. Dann gehen wir direkt weiter. Jetzt zum Jägerversteck. Ist von hier aus nicht zu sehen, okay.
Linke Hand sind schon wieder Wölfe. Dann versuchen wir, um die herumzukommen. Ja, es ist kein direkter Weg. Also man läuft nicht zum Wildererlager direkt übers Jägerversteck, aber es ist halt ein Schlenker. Wie eigentlich die ganze Ebene hier. Also das haben sie schon prinzipiell schon gut umgesetzt, dass du halt keine direkten Wege hast. Dass du schon ein bisschen gezwungen bist, auch in Schleifen und Bögen zu laufen. Naja, da hinten irgendwo. Müsste, glaube ich, da sein. So, nochmal Rucksack-Check. Immer. Stellt man dann fest, ist immer noch leer. Vorne sind auch Krähen, okay. Was ist das? Ah, keine Ahnung, finden wir raus. Da ist das Jägerversteck, da ist das wildere Lager, jetzt nicht mehr zu sehen, jetzt wieder. Da verschwinden sie wieder. Das gehen wir hin. Zum Jägerversteck und dann ins wildere Lager. Wir gucken mal, was da vorne mit Krähen ist. Und dann heißt eigentlich Rätselsee. Ich glaube, im Rätselsee haben wir schon die Polaroid oder die Polaroids. Idyllisches Tal, okay. Wolfsberg, Stumpflusstal, Birkstadt. Nein, haben wir nicht. Okay, alles klar. Dann muss ich da mal gucken, wo das dann dort ist, damit wir die Punkte ansteuern. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.